Ich forsche am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, bin mit Begeisterung mein Leben lang Forscher gewesen. Und das ist eine gute Gelegenheit, ein bisschen diese Begeisterung teilen zu können, so aus erster Hand von Wissenschaftlern zu erfahren, was sie machen und welche spannenden Themen und Fragen sie zu verfolgen. Das ist eine prima Angelegenheit und hingehen. So, my name is Marcia Duarte. I'm from Portugal and I'm working as a researcher here in the HCD in Braunschweig. And I'm going to the European Researchers Night because I think the world needs to know that we all don't look like mad people in lab coats, that we are regular people and that we can explain our work in a way that even our grandma understands. So I hope to see you all there. Es ist ganz klar für mich. Ich bin ein Genetiker und ich weiß ganz Bescheid, dass der Mensch ist die einzige Spezies dieses Planetes, der sich an der eigenen Umgebung mit dem Menschenverstand anpasst und nicht mit den eigenen Genen. Und das heißt, dass die Wissenschaft, die uns ermöglicht, die Umgebung zu verstehen, ist eine Kernaktivität unseres Daseins als Menschen. Da müssen wir einfach hin. Ja, das ist eine ganz große Sache. Um auch das Bild der Wissenschaft in der Öffentlichkeit mal klar zu stellen und von Klischees auch mal wegzukommen. Ich denke, es ist eine ganz große Sache für jedermann. Ja, das ist eine sehr wichtige Veranstaltung, weil die Wissenschaft und die Information in der Bevölkerung über die Wissenschaft, das klafft doch sehr, sehr stark auseinander. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass mal die beiden Gruppen zusammenkommen und sich entsprechend austauschen können, dass die Bevölkerung mal sieht und lernt, was macht die Wissenschaft wirklich, was habe ich selber und persönlich für einen Nutzen davon. Also ich möchte unbedingt dahin gehen, weil ich das toll finde, dass wir hier so eine große Dichte an Forschern haben. Und da ich Forscherin bin, möchte ich natürlich auch dabei sein. Und das Wichtigste ist, dass wir den Rekord brechen. Klar ist Forschung interessant. Es ist total spannend, neue Sachen zu entdecken und rauszufinden, wie die Welt wirklich funktioniert. Und wenn viele Leute da zusammenarbeiten und mit den neuesten Technologien, da kommen wir jeden Tag ein Stückchen näher an die Wirklichkeit heran. Ja, Leute, die normalerweise nichts mit der Wissenschaft zu tun haben, können natürlich da auch ihr Interesse für die Wissenschaft entdecken, indem sie dann halt mit den Leuten in Kontakt kommen, die sich schon damit beschäftigen, und dann das Interesse kann dadurch erweckt werden. Also, ich denke, es ist sinnvoll, mit der Familie dahin zu gehen, weil es ist zum einen Auffrischung von neuem Wissen, was vielleicht die Eltern in der Schule oder so gelernt haben, und die Kinder werden da viel Spaß haben, weil es ja quasi Wissenschaft zum Anfassen ist. Wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, warum man sich impfen lassen sollte oder wie uns Bakterien im Alltag helfen oder auch wie der Forschungsalltag aussieht, dann kommt am 26. September zum Schlossvorplatz und fragt uns alles, was ihr wollt. Research Night ist cool. Go there!